extremistisch. Echte Männer sind recht. So, Freunde, mir geht's beschissen. Ihr hört's wahrscheinlich. Hallo erstmal. Ich habe mir vor ungefähr einer Stunde eine Ibu reingezogen. Also 2400 da. Das ist normalerweise, haut mich das um. Jetzt wirkt es noch nicht so ganz. Ja, mal gucken, ob ich das heute überlebe. Jedenfalls habe ich einen großartigen Gast. Ich hoffe, er kann mich hören. Herr Tavasso, die können Sie mich hören. Das tue ich. Oh, oui. Ist real. Wow. Die Operation ist abgeschlossen und die Tachika ist deswegen nicht mehr notwendig. Alles klar. Wir hatten hier letzte Woche den Fall der getöteten Deutschlehrerin aus Esslingen. Da hat ein Schutzsuchender, wie man heutzutage sagt, seine Deutschlehrerin Isabel D. mutmaßlich getötet und ihr Auto entwendet. Wie genau die Frau ums Leben kam, wurde bisher unter Verschluss gehalten, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Ein weiteres von hunderten Tötungsdelikten begangen von sogenannten Schutzsuchenden an Deutschen. Ich schicke dir mal ein Bild, lieber Bischer. Kennst du meine Statistik dazu, die ich dir gerade geschickt habe, mein Diagramm? Mach mal besser die Augen zu, Bischer. Mach mal besser. Vielleicht ist das lustiger, wenn du die Augen zumachst. Das wäre... Das ist jetzt romantisch. Jetzt wird es richtig romantisch. Jetzt legen wir richtig los. Auch mal kurz für die Zuschauer an dieser Stelle. Angenommen, du kennst meine Statistik nicht, wovon ich jetzt mal ausgehe. Was schätzt du, wer bringt wen häufiger um? Deutsche Flüchtlinge oder Flüchtlinge Deutsche? Du, meiner Erfahrung nach sind es hauptsächlich Flüchtlinge, die Flüchtlinge umbringen in Flüchtlingsheimen. Oder gibt es dann die Leute, die vom IS geflohen sind und die Leute, die für den IS gearbeitet haben. Und die werden im selben Flüchtlingsheim untergebracht. Überraschenderweise harmonieren die nicht so super miteinander. Ja, das ist so. Da gebe ich dir recht. Aber jetzt reden wir über Deutsche und Flüchtlinge. Ja, ich glaube, es ist... Also das häufigste Tötungsdelikt begangen von Flüchtlingen ist an anderen Flüchtlingen. Warum sollte ein Deutscher, der in Lohn und Brot steht, der hier was zu verlieren hat, warum sollte der einen Flüchtling umbringen? Das passiert, glaube ich, in den seltensten Fällen. Dass du jetzt, wenn du halt vielleicht auch psychisch traumatisiert mitgenommen aus dem Krieg bist oder wenn du halt IS-Mitglied bist, so dass du dann halt, wenn du nach Deutschland kommst, Menschen umbringst, ist naheliegender. Also ich glaube, das... Also von daher, du gehst davon aus, dass Flüchtlinge häufiger Deutsche umbringen als umgekehrt. Würde ich stark davon ausgehen. Also wäre sehr überraschend, wenn es anders wäre. Okay. Was schätzt du, welcher Faktor? Also passiert das? Also wir sprechen jetzt von der aktuellen Situation. Ne? Ich meine, wir hatten ja auch mal Flüchtlinge aus Vietnam, die nach Deutschland gekommen sind. Ich glaube, da war es andersrum. Aber genau. Also das mag durchaus sein. Also das würde ich jetzt nicht anzweifeln. Vermutlich hast du recht, wobei sich die Zahlen wahrscheinlich im ein- oder zweistelligen Bereich bewegen sollten, was immer noch zu viel ist, keine Frage. Aber wir reden nicht von Hunderten. Ja, aber du hast vollkommen recht. Also das war damals eine andere Nummer. Wir haben tatsächlich viel zu wenig Tötungsdelikte in Deutschland, aus der juristischen Sicht als Strafrechtler. Ne? Also ich hatte mir immer vorgestellt, wenn man so Strafverteidiger ist, Wir kommen wieder zu sehr vom Thema ab. Was schätzt du, welcher Faktor war die Frage? Wie viel häufiger bringen Schutzsuchende Deutsche um, als deutsche Schutzsuchende umbringen? Obwohl hier in diesem Land das zentrale Thema der Rassismus zu sein scheint. Also ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich denke, es wird deutlich häufiger sein. Einstelliger Faktor oder sowas, denke ich schon. Aber ja, also über zehnfach. Es hat nichts, glaube ich, mit dem Thema Rassismus zu tun. Den gibt es in Deutschland. Ja? Ich kann dir ein Beispiel sagen, der hatte jetzt nichts mit Mord und Totschlag zu tun, aber ich war in der Supermarktkasse. Naja, aber was war mal das? Wenn zwei Kulturen, die theoretisch rassistisch gegeneinander eingestellt sein könnten, aufeinander prallen, sind wir uns einig, dass die Königsdisziplin ein Tötungsdelikt wäre? Nö, überhaupt nicht. Guck dir die Sklavenhalterzeit in Amerika an. Haben da häufiger sozusagen Sklaven, andere, die sie vielleicht gepeinigt haben, umgebracht oder andersrum. Es waren, glaube ich, schon mehr Weiße, die Schwarze umgebracht haben, weil sie das auch straflos durften. Okay, gilt das auch für Körperverletzung? Gilt das auch für Sexualstraftaten? Pass auf, also wenn du jetzt sagst, du hast jetzt Sklaven und du bist Sklavenhalter und die Sklaven bringen dich um, so, dann ist das deren letzte Möglichkeit, sich zu wehren. Ich weiß nicht, worauf du da jetzt wieder hinaus willst. Also wir haben ja hier keine Sklavenhaltung. Wir haben ja Leute, die wir voll versorgen. Wir alimentieren sie ja bisher ihr Lebensende. Die müssen ja gar nichts tun, haben zu fressen auf dem Tisch, haben Dach über dem Kopf und so weiter. Und dann schlachten sie ihre Gastgeber ab. In zehnfacher überhöhter Zahl gegenüber dem, was andersrum geschieht. Die schlachten sich vor allen Dingen selbst gegenseitig ab. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Nochmal, das habe ich gerade schon eingeräumt, dass Flüchtlinge häufigsten Flüchtlinge umbringen. Die Frage ist jetzt aber gerade, wie ist denn das mit deutschen Flüchtlingen? Und die Antwort lautet, 10-mal so häufig. Schockiert dich das nicht so ein bisschen? Oder ich stelle die Frage mal anders. Kannst du nachvollziehen, dass ich kotzen möchte bei solchen Statistiken? Du kannst jetzt übrigens gerne das Bild angucken, kannst die Augen gerne wieder aufmachen. Ja? Okay, Tötungsdelikte vollendet zwischen 2016 und 2022. Tatverdächtiger Deutsch, Opfer Zuwanderer 17.
Umgekehrt 191. Mhm. Tötungsdelikte versucht, selbes Spiel, 329 Deutschland versucht, Flüchtlinge zu töten. 930 Flüchtlinge versucht, Deutschen zu töten. Sexualstraftaten, 733 davon begangen von deutschen Flüchtlingen. 19.097 davon begangen von Flüchtlingen und Deutschen. Kannst du verstehen, dass ich, wenn ich sowas sehe, kotzen möchte? Nee, also ich muss bei wenig kotzen. Also das ist nicht unappetitlich, das ist Statistik. Wenn du jetzt Bilder davon sehen würdest, dann würde ich es verstehen, ja. Nee, ich find's sehr unschön, dass wir diesen Zuwachs an Straftaten hatten. Wir hatten nach der Silvesternacht von Köln die Diskussion. Das ist eine sehr unschöne Situation. Die hatten wir auch nach Silvester auf 2024, nach, ich glaube, Berlin, Düsseldorf, Köln wahrscheinlich wieder und noch zwei, drei anderen Großstädten. Also diese Diskussion haben wir andauernd. Das erbt mal immer wieder. Mal kurz so hoch für eine Woche, dann haut ein Merz so was raus wie diese Paschas. Dann heißt, um Gottes Willen, der Rassismus, und das ist wieder Ruhe im Karton. Stabeltaste fragt tatsächlich sehr sinnvoll, sind da Passdeutsche inbegriffen? Das ist eine Frage, muss man sich stellen. Also ich schätze mal, dass da mit Sind Deutsch, es. mit einer, die Ich habe deutsche damals Staatsbürgerschaft haben. Versucht, über die AfD eine Anfrage stellen zu lassen an die Bundesregierung, um an die Namen eines ausgewählten Jahres der deutschen Täter bei einem derartigen verletzten Tötungsdelikt an einem Flüchtling vorgenommen ranzukommen. Und mir wurde gesagt, auf keinen Fall rücken die Namen raus. Ich weiß ja, welches Jahr ich gewählt habe. Ich habe da ein Jahr gewählt mit ganz besonders niedrigen Zahlen, weil da waren es halt nur zwei Namen oder sowas. Ich wollte Und gerade dann. sagen, also wenn 200 vollendete Tötungsdelikte, das ist halt sehr wenig. Ne? Also Nein, nein, da nein, sind nein, ja nein. Mir geht es um die 17. Mir geht es um die 17. Ich wollte die wissen, 17. aus dem Jahr 2018 oder 17 oder sowas, ja, diese zwei Deutschen, die dann Flüchtling umgebracht haben sollen, Ja, jetzt gut, wie aber weißt du, hießen wenn die wir jetzt denn? wirklich einsteigen wollen, also wenn dir das jetzt wirklich so groß machen willst, das Thema, dann muss ich jetzt, ich habe ja Bitte. erstmal Mathe studiert, bevor ich Jura studiert habe. Und das ist, die Grundgesamtheit ist jetzt ein bisschen größer bei den Deutschen in Deutschland, Menschen mit deutschem Pass in Deutschland, als Spielt keine Menschen, Rolle. was? Spielt statistisch keine Rolle. Du hast jetzt, also ich sehe die Statistik jetzt, ich habe die Augen offen, ich sehe jetzt Tatverdächtige, Deutsch, Opfer, zugewandert oder Flüchtling, weiß ich jetzt nicht, Zuwanderer. wenn man es Flüchtling, ja, hier steht es Zuwanderer, da ist es dann ja so, dass es mehr Deutsche gibt. Wesentlich mehr als zehnmal mehr. Was du dort siehst in diesem Diagramm ist folgender Sachverhalt. Ein Deutscher und ein Flüchtling treffen aufeinander. Dabei kommt es zu einem vollendeten Tötungsdelikt. Wer ist wie häufig Täter und wie häufig Opfer? Wann Nein, aber. immer ein Deutscher die Möglichkeit hat, einen Flüchtling zu töten, hat zwangsläufig im selben Moment ein Flüchtling die Möglichkeit, einen Deutschen zu töten. Es ist schlichtweg irrelevant, wie viele Deutsche hier leben und wie viele Flüchtlinge leben. Nein, also, Doch. wir sehen jetzt die absoluten Zahlen. Ja? Richtig. So. Aber die Und. Betrachtung ist nicht, wie viele Deutsche haben Mord begangen, wie viele Flüchtlinge haben Mord begangen, sondern explizit die beiden Spielen wir Gruppen das mal durch. Spielen gegeneinander. wir das mal durch. Simulieren Bitte. wir das mal. Vielleicht irgendjemand ChatGPT und kann das schnell aufsetzen, das Modell. Oder Wolfram Mathematiker. Du Gehst brauchst jetzt nicht, habe davon ich aus, damit dass. Ewigkeiten beschäftigt. Also führe einfach aus. Ja, nee, ganz einfach, ganz einfach. Du hast einfach zwei Gruppen und in jeder Gruppe gibt es gleich viele Mörder. So, es ist ein problematischer Begriff, Mörder so Nee, nee, als nee, warte mal. Nee, Typenbeschreibung. nee, nein, nein, nein. Also, Ja. warum? Also, mit der Prämisse will ich ja schon gar nicht anfangen. Warum? Warum sagst du das? Also, genau das wollen wir ja Kommen wir gleich herausfinden. zu. Ja, ich mache es andersrum. Man kann ja von der einen Seite es aufziehen oder andersrum. Und wenn es von beiden Seiten passt, dann ist es wahrscheinlich die richtige These. Und ich baue jetzt von der anderen Seite auf. Wir haben jetzt einfach zwei Gruppen und in beiden gibt es genau gleich viele Leute, die halt Bock haben zu morden und einfach nicht rassistisch sind. Die morden einfach den nächstbesten. So, jetzt haben wir die Leute, die sie in ihrer eigenen Gruppe umbringen, schon mal rausgenommen. Das macht es einfacher. Das sind ja die meisten, die, ne, Mörder wollen halt unbedingt morden. Und neben ihnen ist wahrscheinlich jemand, der so aussieht wie sie. Also bleiben die Leute, die in den Bijan, anderen. du Ja. baust da die nächsten Bedingungen ein, dass jemand aussieht wie man selbst oder so ähnlich. Nein, das ist ja irrelevant. Was Ich sag mal, wir haben an jetzt eine. folgender Aussage ist falsch? Folgende Ja. Aussage. Diese Statistik, wir kümmern uns jetzt nur um die Zahlen ganz links. Die sagt aus, was passiert, wenn ein Deutscher und ein Flüchtling aufeinandertreffen? Ein Deutscher und ein Flüchtling treffen aufeinander und es kommt dabei zu einem Tötungsdelikt. Wer Dazu ist bräuchtest wie du die häufig Zahlen. Täter? Wer ist wie häufig Opfer? Dazu bräuchtest du die Zahlen, wie auf die aufeinandertreffen. Aber ich rede Nein, jetzt. nein, sag mal, Bijan, sie treffen immer gleichzeitig aufeinander. Du kannst als Deutscher nicht auf einen Flüchtling treffen, ohne dass im selben Moment ein Flüchtling auf einen Deutschen trifft. Darum geht es doch gerade nicht. Ich sage einfach nur. Bijan, genau darum geht es. Genau darum geht Also, es. Du ich gehe. brauchst Okay, hier ich kein frage Per anders. Capita.
Nein, okay, ich frage jetzt, ich möchte auch kein per capita, darum geht es mir nicht. Ich möchte jetzt das Gegenteil tatsächlich. Es geht nicht per capita, sondern es geht darum, auf die andere Gruppe gerechnet. Deine These ist jetzt, dass die Population, Gesamtgruppe der Menschen mit Migrationshintergrund oder Flüchtlinge, in dem Fall jetzt Ausländer, dass die eben krimineller ist als die der Deutschen. Wenn du das belegen wollen würdest, dann könntest du das, indem du halt zeigst, ja, da gibt es mehr als bei den anderen. Die Zahlen gucken wir uns aber nicht an. Wir haben jetzt ja die Gesamtzahl raus. Weil da ist, hatten wir schon besprochen, ich kann dir nicht folgen. Ich kann dir nicht folgen. Also, wir haben jetzt eine Zahl raus. Okay, alles klar. Ich gebe dir eine Gesamtzahl, 208. 208 Tötungsdelikte sind zwischen 2016 und 2022 begangen worden von Deutschen und Flüchtlingen aneinander. Ja, aber du hast doch die wichtigste Zahl. Von Deutsche und Flüchtlinge haben wir doch rausgelassen. Ja? Richtig. Also das ist ja die, genau. Richtig, weil das ist irrelevant. Es geht mir jetzt darum, wie ist das Verhältnis Deutscher und Flüchtlinge. Das Flüchtlinge, Bijan, ich räume jetzt zum dritten Mal ein, dass Flüchtlinge vor allem Flüchtlinge umbringen. Das räume ich jetzt zum dritten Mal ein. Ich möchte ganz gerne wissen, inwiefern sind die sogenannten Schutzsuchenden übergriffig gegenüber der deutschen Bevölkerung? Siehe da, 10-mal so häufig, wie das andersrum der Fall ist. Bei Sexualstraftaten, was ist das hier? Faktor 23. Ja, da haben wir einen deutlichen Faktor. Es könnte sein, was du sagst. Es könnte aber auch, ich mach's ganz extrem, um es wirklich allen zu verdeutlichen. Ja? Du bist jetzt auf Nicaragua gelandet und bist dann der einzige Flüchtling. Ja? Mhm. Jetzt, tut mir leid, will dir nicht zu nahe treten, niemand vergewaltigt dich. Du siehst irgendwie nicht so scharf aus und bist zu alt. Aber du knallst richtig viele Frauen in Nicaragua. So, dann ist die Statistik halt 0 zu x. Also ich weiß nicht, was du leisten kannst. Ja? Also wenn da halt sozusagen... Ich kann dir nicht folgen. Ich meine das gar nicht böse. Wenn du jetzt der einzige Bijan, Ausländer bist. Lass mich noch was sagen. Bijan, das Problem ist folgendes. Ich habe dieses Diagramm selber erstellt. Ich habe mich damit eine ganze Weile beschäftigt. Ich weiß, dass diese Zahlen korrekt sind und dass sie aussagen, das was sie aussagen sollen. Na gut, das ist die Frage. Was sollen sie aussagen? Das ist das Problem. Du tust, als würden sie etwas anderes aussagen. Du willst eine Betrachtung haben oder so ähnlich. Es kam zwischen 2016 und 2022 zu 208 Tötungsdelikten zwischen Deutschen und Flüchtlingen. Das ist die Grundgesamtheit. Das sind 100% der Taten. Und bei 90%, über 90% sogar dieser Taten, war der am Ende des Messers ein Flüchtling und der mit dem Messer im Bauch ein Deutscher. Bei unter 10% dieser 208 Taten war es genau andersherum. Und ich sage dir, dass das mathematisch überhaupt nichts aussagt. Weil wenn du der einzige Ausländer in deinem Dorf bist und du bist jetzt ein Mörder, ja, dann bringst du alle Deutschen um. Wir haben hier mittlerweile Millionen von Flüchtlingen im Land. Also wir haben schon eine gute Menge, um das statistisch filtern zu können. Verhalten sie sich besonders auffällig, ja. Paradebeispiel natürlich die Algerier zum Beispiel, ja. Die ja, ich vermute, also es gibt da gebe ich dir zum Beispiel recht, ich glaube Guinea-Bissau war es, was die mit Abstand kriminellsten Zuwanderer sind, die wir hier im Land haben. Da ist halt, also der Faktor ist nicht mehr normal. Das sind 80% oder sowas kriminell geworden. Wir haben aber von diesen Leuten 80 im Land oder sowas. Da gebe ich dir recht. Tunesier, Marokkaner haben wir mit Sicherheit einige 10.000 im Land. Und die sind bei der Pro-Kopf-Kriminalität führend in Deutschland. Bei Sexualdelikten zum Beispiel sind es die Afghanen, die ganz vorne mitmischen. Also ich habe wirklich überhaupt keine innerliche Auseinandersetzung gerade mit dir. Ich meine, bestimmt sind wir uns ja auch nicht einig, aber mir geht es wirklich nur um den mathematischen Punkt. Und ich habe jetzt deine Statistik mal bei ChatGPT reingepackt. Macht es jetzt auf Englisch und sagt, this chart compares statistics of certain criminal offenses between Germans. Aber versteht es auf jeden Fall. Und jetzt sage ich genau, would you like any further analysis or context regarding this? Ich mach mal auf Deutsch. Bijan, ja, du brauchst kein ChatGPT. Du brauchst kein ChatGPT. Doch. Um was zu belegen? Ich möchte gerne wissen, was war deine These? Was können wir daraus ableiten? Flüchtlinge bringen Deutsche sehr viel häufiger um, als deutsche Flüchtlinge umbringen. Das Flüchtlinge, ich möchte gerne wissen, ob das belegt. So eine Frage brauchst du ChatGPT nicht zu stellen, lieber, am besten noch mit dem Wort Flüchtlinge. Deutsche häufiger. Du wirst eine politische, korrekte Kackantwort bekommen, die gar nichts aussagt. So.
Genau, bitte. So, jetzt erzähl mir mal, was ChatGPT und jetzt, ja, zu meiner Wasserdichten-Statistik zeigt. Eine höhere Anzahl von Fällen, in denen Zuwanderer als Tatverdächtige und Deutsche als Opfer ausgelistet sind. Im Vergleich zu Fällen mit deutschen ChatGPT. Das könnte den Eindruck erwecken, dass Zuwanderer häufiger an bestimmten Straftaten gegen Deutsche beteiligt. Könnte er. Stopp! Allerdings. Stopp, Bishan, warte, bevor du vorliest. Was auch immer jetzt kommt, ist komplett wertlos, weil ChatGPT hart framed. Der erzählt dir bei jeder Frage, wenn es um Kriminalität und Zuwanderung geht oder sowas, ja, man kann nicht und so, der wird dir gleich erzählen, dass das Anzeigenverhalten und so ein Scheiß, ja, der Deutschen gegenüber Flüchtlingen hörst, all so ein Kack, der wird dir wieder coin, was die Medien dir sonst so erzählen, ja. Versuch ja mal ganz kurz nachvollziehbar, nicht programmiert, aber in deren Sinne wurde es programmiert. Ja, ohne also bei OpenAI sind schon einige Bishan, Elon Musk-Fans. Frag mal bitte kurz dein ChatGPT, ob Afghanen häufiger Sexualstraftaten begehen als Deutsche. Die Antwort wird nicht sein, ja. Die Antwort wird sein, naja, man weiß nicht so genau und so weiter. ChatGPT hat keinen Wert, was das betrifft. Aber die Antwort von ChatGPT. Lies gerne vor. Also du hast tatsächlich recht, das ist Punkt 2. Ich habe es jetzt auch mal geschickt. Punkt 2 sagt statistische Verzerrung. Aber Punkt 1, das ist genau, was ich meinte. Die absoluten Zahlen alleine sagen nichts über die Rate der Kriminalität innerhalb der jeweiligen Gruppen aus. Wenn die Gruppe der Zuwanderer im Vergleich zur deutschen Gesamtbevölkerung kleiner ist. Ich räume ein, dass Flüchtlinge lieber Flüchtlinge umbringen als Deutsche. Es geht hier aber, wir betrachten jetzt gerade die Konstellation deutsche Flüchtlinge. Das ist, weil ich das so entschieden habe, betrachten wir das jetzt gerade. Jetzt kannst du mir zum 10. Mal erzählen, dass Flüchtlinge aber auch Flüchtlinge umbringen und Deutsche bringen Deutsche um. Das mag alles sein. Das können wir, meinetwegen können wir dann eine Sondersendung zu machen. Jetzt gerade betrachten wir Deutsche und Flüchtlinge, weil ich das halt so will. Okay. Und da ist die Antwort die, Flüchtlinge bringen erheblich über Faktor 10 erheblich häufiger Deutsche um, als umgekehrt. Also alle werden wir vor, ich würde ohne rumschwimmen. Jeden Zweifel mit sagen wir diesen mal, wir haben zwei belegbar. Arten von Fischen, ja? Und die tust du in ein Aquarium. Und die bringen sich auch gegenseitig um, aber die bringen auch ihre eigenen Fische um. Das rechnen wir raus, wie bei den Flüchtlingen. Jetzt hast du in dem einen Aquarium hast du 10 Fische und 90 von den anderen. In dem anderen Aquarium hast du 50-50 Fische. Mhm. Ja? Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fisch in dem einen Aquarium einen von der anderen Angruppe beißt, ist quasi 50-50. In dem anderen ist es 90-10. Wenn er einfach random beißt, wenn er jetzt keinen Rassismus hat. Ja, wenn er random beißt. Wenn er random beißt. Ja. Ich sage es aber die nochmal. Ja. Wenn dieser Fisch einen anderen, der blaue Fisch beißt den orangen Fisch. In diesem Moment hätte auch der orange Fisch den blauen Fisch beißen können. Weil wir betrachten ja nur den tatsächlich eingetretenen Fall. Wir betrachten ja nur die Bisse. Wir betrachten nichts außer die Bisse, die tatsächlichen Bisse gucken wir jetzt an. Du hast keine Bevölkerung, es gibt keine Bevölkerung, Bishan. Die Bevölkerung ist nicht 90, 10, 70, 80. Die Bevölkerung ist uns egal. Wir gucken auf die Fälle, auf die konkreten Fälle. Was du betrachtest, ist, es gab 50 Bisse in diesem Aquarium. Von wem gingen diese 50 Bisse in der Regel aus? Nochmal, wenn ein Flüchtling die Gelegenheit hat, einen Deutschen zu töten, also nah genug dran ist, dann hat im selben Moment ein Flüchtling die Gelegenheit, einen Deutschen zu töten. Ja, das setzt voraus, dass alle Menschen gleich wahrscheinlich töten. Das ist sozusagen, das ist eben nicht der Fall. Ja, Flüchtlinge töten erheblich häufiger. Nein, ich meine innerhalb der jeweiligen Gruppen. Wenn du jetzt sagst, was ja tatsächlich im deutschen Strafgesetzbuch immer noch aus der Nazi-Zeit drinsteht, der Tätertypenlehre, dass man sagt, es gibt Mörder. Mörder ist ja Mordparagraf. Das ist die Vorstellung, dass ein Mensch ein Mörder ist. Ist heute kritisiert, soll geändert werden. Aber wenn du davon ausgehst, es gibt einen Typus Mörder und es gibt Menschen, die bringen keine anderen Menschen um. So, du bist zum Beispiel kein Mörder. Wenn du jetzt auf einen Mörder triffst, egal ob das ein Deutscher oder ein Flüchtling ist, dann ist es eben nicht so, dass ihr beide euch gegenseitig umbringen könntet. Sondern du hast eben, bist kein Mörder. Der Typ, den du triffst, ist ein Mörder. Und jetzt ist die Frage, triffst du häufiger auf einen Flüchtling oder auf einen Deutschen? Du triffst wahrscheinlich häufig auf den Deutschen, weil es gibt mehr Deutsche. Jetzt ist Bishan, die Frage beim... Bishan, ich versuche es ein letztes Mal. Danach lass uns das Thema einfach... Lass uns das beenden, weil ich finde, das soll die Zuschauer... Ein Satz nur. Hm? Ein Flüchtling kann keinem Deutschen begegnen, ohne dass im selben Moment ein Deutscher einem Flüchtling begegnet. Richtig. Aha. Deswegen ist das Verhältnis 1:1. Die Frage ist, kann ein... Wir haben zwei Gruppen von Flüchtlingen und von Deutschen. Leute, die Mörder sind, Leute, die keine Mörder sind. Nein, haben wir nicht. Wir haben Opfer und Täter. Das ist alles, was wir haben. Wir haben Opfer und Täter. Nicht Mörder, die keine Opfer sind, interessieren uns überhaupt nicht.
Jemand, der weder gemordet hat, noch ermordet wurde, interessiert uns nicht. Die sind rausgerechnet, diese Leute. Okay, gehen wir auf die Sexualdelikte. Sagst du, das ist Vergewaltiger und nicht Vergewaltiger. Jetzt hast du jemanden, der ist vielleicht Nein. Ja, da hast du vielleicht keinen Spaß. In diesem Diagramm. In diesem Diagramm hast du Vergewaltiger. Also, unter Sexualstraftaten fällt eine Menge mehr als Vergewaltigung. Aber wir machen das jetzt mal einfach. In diesem Diagramm hast du Vergewaltiger und Opfer von Vergewaltigungen. Nicht-Vergewaltiger, die nicht gleichzeitig Opfer sind, sind da nicht drin. Da sind nur Täter und Opfer drin. Also ich sage, wenn du jetzt die Sexualstraftaten dir anguckst und du gehst davon aus, es stimmt nicht, aber du sagst jetzt, Frauen können nicht vergewaltigen. Das ist Quatsch. Aber ich nehme das jetzt mal an, du brauchst einen Penis, um zu vergewaltigen. Dann hast du eben eine klare Situation, wo manchmal jemand auf eine Person trifft, die er vergewaltigen kann und manchmal das eben nicht der Fall ist. So, ne? Weil du triffst jetzt weiblicher Flüchtling, triffst auf einen Deutschen. Also dir ist ja auch klar, dass wenn ich jetzt so 100 Menschen nehme, ja, sagen wir mal 100 Menschen, die tendenziell ein Aggressionsproblem haben, 100 Menschen, 90 davon weiblich, 10 davon männlich. Und sagen wir mal, diese Leute, alle 100, tendieren zu Straftaten. Wenn wir dann 10 Jahre später gucken in dieses Reagenzglas, wer hat wen wie oft vergewaltigt, da wirst du feststellen, dass die Männer, obwohl sie nur 10% ausmachen, quasi 100% der Vergewaltiger stellen. Also ich habe seit dem Mathestudium wirklich nicht mehr so lange mit einer Person über Mathematik diskutiert. Das ist gerade meine Diskussion. Ich denke, wir diskutieren über Mathematik. Ich glaube, das kann man lösen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, das jetzt zu machen. Das kann man auch neben dem Free-Slow-Mo-Kampagne starten, kann man das noch mathematisch aufklären und weiter diskutieren. Gerne. Die deutsche Presseagentur hat mein Diagramm, dieses Diagramm, welches ich erstellt habe, gefuckt, denn checkt. Artikel 5, 6, DIN A4 Seiten lang. Und der einzige Kritikpunkt, den sie haben, ist, dass bei den Tötungsdelikten versucht, die Tötungsdelikte vollendet inkludiert sind. Dieser Fehler ist unterlaufen, weil das BKA die Zahlen halt genauso ausweist. Ich habe einfach nur die Zahlen des BKA zusammengerechnet und in dieses Diagramm gepackt. Ja, dass die, das wusste ich selber nicht, dass die, warum auch immer, ich kann es nachvollziehen, weil auch ein vollendetes Tötungsdelikt ist ein versuchtes Tötungsdelikt. Eines, welches halt erfolgreich war. Ja, und das ist das Einzige, was die deutsche Presseagentur gefunden hat, um dieses Diagramm schlecht zu reden. Also, die kommen mir nicht mit mathematischen Gleichungen oder so ähnlich, weil... Weil die so doof dafür sind, gebe ich dir recht. Nein, Bijan, eben nicht Bijan, weil du bist auf dem Holzweg. Das tut mir leid. Deal-Angebot, deine Leute dürfen das in Foren ausdiskutieren und ich gucke mir das gerne an. Und wenn da das, was du sagst, und also was du sagst, macht ja Sinn, wie du es konstruierst, mit beide sind gleich wahrscheinlich. Aber wenn dann jemand auch das andere durchspielt und einmal durchmodelliert und das zu deinem Ergebnis kommt, dann werde ich das so öffentlich sagen und sagen, ja, Kaspar hat da recht, diese Schlussfolgerung lässt sich aus der Statistik ziehen. Das ist mein Angebot. Kannst du auch noch sagen, musst du irgendwas ändern? Ich kann in der Zwischenzeit immer sagen, ChatGPT hat mir diese Warnung angeblinkt, erst später. Dieser Inhalt verstößt möglicherweise gegen unsere Nutzungsbedingungen oder Nutzungsrichtlinien. Ja, ich habe da bestimmt ein paar Mal gehabt. Okay, lass mich kurz ausführen, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ja? Okay. Wir waren ja gerade noch bei dem Tötungsdelikt in oder bei Esslingen. Ja? Und der parteilose Bürgermeister, also diese Deutschlehrerin, die da von einem Flüchtling ermordet wurde, mutmaßlich, ja, und der parteilose Bürgermeister Ulrich Spangenberg, der hat sich jetzt zu dem Vorfall geäußert. Was denkst du, war seine zentrale Botschaft? Wir dürfen nicht zulassen, dass das zu Rassismus führt. Gott segne dich, Bijan Tavassoli. Im Gespräch mit dem SWR warnt er am Montag vor Hass und Hetze. Wir haben hier ganz viele Menschen, die wunderbar integriert sind. Da müsse man aufpassen, dass die Tat nicht verallgemeinert werde und die Stimmung nicht in Richtung Rassismus und Ausländerfeindlichkeit gehe. Das Opfer ist noch nicht beerdigt. Da muss jetzt auch die Zeit für die Trauer sein. Die politische Diskussion könne man dann an anderer Stelle führen, etwa in politischen Gremien und der Zivilgesellschaft. Soll ich lösen, was dieses an anderer Stelle bedeutet, wann das stattfinden wird? Das ist, habe ich irgendwie noch nie gehört, wenn irgendwie ein rechtsextremer Flüchtling umgebracht hat oder so. Jetzt müssen wir den Angehörigen erstmal Zeit geben zum Trauern, so das bitte es. Nicht öffentlich instrumentalisieren so und so. Ja, also, ja, natürlich, sehr predictable. Wenn's so rum abläuft, dann macht man ja aus jemandem, der nachweislich aufs Extremste geisteskrank ist, Tobias Rathjen, einen überzeugten Rechtsextremen. Gab diese Woche witzigerweise erst wieder einen Artikel, ich glaube von der Welt, weil der Vater von Tobias Rathjen ziemlich verknackt wurde. Der hat, glaube ich, auch irgendjemand rassistisch beleidigt und keine Ahnung, Landfried, ich weiß nicht ganz genau, der ist auf jeden Fall verknackt worden
Und in dem Weltartikel hat man dann schon mal darauf hingewiesen, dass das der Vater von diesem Tobias R. ist, der in Hanau vor 5 Jahren diese rassistischen Morde begangen hat. Satzende, Ende der Information über Tobias Rathjen. Dass dieser Mann geisteskrank war, der Meinung war, dass er von der CIA überwacht wird, dass er bereits im Alter von irgendwie 5 Tagen, glaube ich, die ersten, also er war 5 Tage alt, als er die ersten Botschaften von der CIA in Empfang genommen hat und später in seinem Manifest schreibt, dass er die Idee für Basic Instinct 2 geliefert hat. Die wurde ihm dann vom Geheimdienst aus seinem Kopf geklaut. Und er hätte auch nicht vorhergesagt, sondern geplant, wie die deutsche Nationalmannschaft 16? 14? Als die Weltmeister wurden, keine Ahnung, als die Weltmeister 14. wurden, auf jeden Fall. 14, dankeschön. Ja, auch das war sein Plan. Also Jürgen Klinsmann als Trainer war sein Plan und der Sturm XY war sein Plan und so weiter und so weiter. Das war sein Plan und das hätte man quasi aus seinem Kopf herausgeklaut. Ja, dieser Mann ist ein waschechter Rechtsextremer. Und das ist auch ganz, ganz schlimm alles. Also tut mir leid, er ist verrückt. Also ich meine, sich so wichtig zu nehmen, dass er denkt, die CIA würde ihn überwachen, das macht sie nur bei wirklich wenigen. Die machen ja Human Intelligence. Der wird von der NSA überwacht und das ist alles, so wie wir alle. Also tut mir leid, aber Leute, die so arrogant und selbstüberschätzend sind, ja, kann man nicht ernst nehmen. So ist es. Ja, mein Schlusswort zu der Causa, du kannst es gerne überprüfen. Flüchtlinge töten Deutsche mehr als 10-mal so häufig wie umgekehrt. Aber ein Gespräch darüber führen wir besser gar nicht. Ja, bei dem ganzen Gequatsch über Rassismus bleibt da halt auch gesellschaftlich wenig Zeit. Ich finde es witzig, dass das Problem nicht das rassistische oder das Political Correctness-Ding ist, sondern dass es wahrscheinlich einfach zu mathematisch wäre und wir das besser lösen können, wenn wir so eine Tafel und ein Stück Kreide hätten. Dann können wir Ich meine nicht uns verhübschen, ich meine gesellschaftlich. Reden wir da besser darüber nicht drüber. Ja, die Leute können halt, die Leute werden halt verdummt. Ja? Das Problem ist, Mathe ist anstrengend. Und Leute wollen sich nicht mit der Wahrheit beschäftigen. Aber das Ding ist, wer sich für die Wahrheit interessiert, dem steht sie offen. Es gibt, in der Politik ist alles umstritten und so, in der Juristerei auch, in vielen Themen. In der Mathematik gibt es Sachen, die sind einfach wahr. Und wenn Leute mir sagen, es gibt keine Wahrheit, so, dann sage ich, ja, was ist der Satz des Pythagoras? Ne? Ein Beispiel. So, der ist wahr. Kannst du beweisen. Es gibt in der Mathematik lauter Sachen, die kannst du beweisen. Das war der Grund, warum ich das hatte jemand gefragt, im Bachelor studiert habe. Ich habe dann gemerkt, es ist mir zu anstrengend. Ich habe es mir auch ein bisschen zu schwer gemacht, weil ich immer alles irgendwie selber machen wollte. Aber konnte dann schummeln. Heute würde ich das wahrscheinlich auch machen, irgendwie mit ChatGPT oder Foren. Aber das Schöne ist, es ist Wahrheit. Und dann kommt man irgendwo zu dem Punkt, wo es dann um radikalen Konstruktivismus und so weiter geht. Wo ich dann auch bei bestimmten Sachen, ne, also wenn du das Axiom of Choice dir anguckst, würde ich da nicht mitgehen. Da würde ich dann sagen, das ist dann nicht mehr wirklich, ist es dann noch Mathematik oder ist es halt Fantasie? Aber davor kannst du dir halt sehr viele Sachen, die einfach Wahrheit sind, aus der Mathematik fischen. Nur es ist anstrengend und man hat keinen Bock drauf und man guckt sich lieber Pornos im Internet an und dann heult man rum, wie schlimm die Welt ist und sagt, es gibt gar keine Wahrheit, es gibt keine Wahrheit, alles ist wahr und unwahr und so. Alles klar, Feierabend. Vielen, vielen Dank, Bijan. War großartig mit dir. Und ich bitte bis zum nächsten Mal. So, du hast das Wort, Bijan. Vielen, vielen Dank, Kaspar, dass du es über dich hast ergehen lassen, diese verbale Folter. Jo, Bijan. Vielen, vielen Dank.